So, wir müssen neuer Crosstalk. Tim, ich habe wegen der Einbrüche Sorgen gemacht, doch seit ein paar Tagen hat sich keiner mehr gemeldet. Liegt wahrscheinlich an den vielen Cops. An all meine Abenaki-Freunde. Da im Kulturzentrum des Reservats ein Rohr gebrochen ist, findet der Workshop für Perlenstickerei diesen Monat in der Turtle statt. Meldet euch an, damit ihr Material bekommt. Ey, ich hatte schon Angst, dass wir alles absagen müssen. Danke, dass du uns den Laden gebucht hast. Okay. Dann gehen wir mal durchs Portal und. Ja, hab ich doch schon angeguckt. Die Nachricht. So, jetzt. Speiseopfer. Wenn scharfe Chips dir keine Eins verschaffen, dann weiß ich ja auch nicht. Tja, wer weiß es schon. Der Wind dieser Welt hat auch gern ein Publikum. Handy. Ich teste nur diese neue Nummer aus, die mir wer gegeben hat. Und guten Morgen. Ich verstehe schon morgen, lass einfach ab und an von dir hören. Versprochen. Das warst du nicht. Ich verstehe, warum du wütend warst. Ich melde mich, versprochen. Danke, dass du das sagst. Ist zwischen uns alles okay? Ja, alles okay. Okay. Crosstalk. Jemand ist in mein Zimmer eingebrochen und haben zwei Notizbücher geklaut. Weise Worte. Bring kein Messer zu einem Spielpistolengefecht. Ja. Und wenige Dinge bereiten mir mehr Freude, als mit meiner Tochter zu essen, selbst wenn der Ort dafür besser sein könnte. Hey, die Snapping Turtle ist eine wunderbare Kneipe und ich lasse nicht zu, dass du ihre Ehre so beschmutzt. Dann ziehe ich meine Bemerkung zurück. Es gibt viele Dinge, die mir mehr Freude bereiten, als mit meiner Tochter zu essen. Wow, Ma. Stimmt, mit Safi zum Mittagessen ist immer ein Abenteuer. Ich weiß nie, wie viele meiner Pommes sie diesmal stibitzen wird. Moses, wann bitte habe ich deine Pommes gemopst? Max und ich wetten normal vor, wie viele es diesmal sein werden. Du stiehlst Pommes? Safia, du kannst dir Pommes leisten. Bäh, er macht Witze. Sag ihr, dass du scherzt, Moses. Dasselbe gilt für mich und Mittagessen mit meiner Partnerin. Es zu planen ist schwierig, aber es ist schön, wenn es klappt. Okay. Was sind denn meine Aufgaben? Mit Lukas. Ach, mit Lukas muss ich reden. Mit Gwen in der lebendigen Welt. Mit der Diamond der lebendigen Welt auf dem Campushof reden. Moment, und was hatte ich hier an Aufgaben? Ach so, okay, ne, es sind immer noch die gleichen. Na, dann gehen wir wieder rüber. Winter ist ja überall. Mit Lukas muss ich reden. Wo ist denn Lukas? Luke! Vin wirkt ziemlich abgelenkt. Was immer er verloren hat, muss wichtig sein. Yep. Wo ist denn Lukas? Was ist denn das da? Metallarbeit ist wie Fotografie. Man weiß nie, wie die Umwelt dein Werk beeinflussen wird. Ja. Kann ich mit denen da reden? Oh, das Stein sieht auch anders aus. Well, das ist meine Handschrift. Moment. Bin ich der Phantomfotograf? Treffer! 1 Million Punkte für Diamond. Für Reggie. Es hieß keine weiteren Überfälle mehr. Heul nicht, dir geht's doch gut. Safi meinte, der Campus sieht für die Feiertage umwerfend aus.
Freut mich, dass ich das hier zu sehen bekomme. Mhm. Eine Exfiltration. Sie haben unseren Mann und er weiß zu viel. Hey, hey! Hä? Oh. Hallo. Oh, hey. Wozu hat Vin diese Typen angestiftet? Reden wir mal mit denen. Naja, wenn du ein Date mit Diamond willst, kann ich euch bekannt machen. Ich bin mir zu 70% sicher, dass sie nicht beißt. Ich lege ein gutes Wort für dich ein und du sagst mir, wonach Vin sucht. Deal. Was immer er verloren hat, muss gutes Gespräch. Sein. Es muss einen Weg geben, zuzuhören, ohne dass sie mich dabei erwischen. Da kann ich ja doch durchs Portal gehen, oder? Hier war doch auch noch eins. Vins Lakaien sind nicht in dieser Welt. Aber vielleicht kann ich sie von dieser Seite aus hören. Drücke E, um mit einem Pulsgespräch zu belauschen. PIN oder Gesichtserkennung zu entsperren? Ah. Nicht sicher. Warum? Naja, wenn es eine PIN sein sollte, dann kann Diamond sie bestimmt knacken. Ah, scheiße. Hast recht. Holy shit. Jemand hat Vins Handy geklaut? Und die glauben, das war Diamond? Das kann ich verwenden. Hm. Schmeißt ihr uns aus der Praxis? Aber wenn wir es finden, gibt es eine Beförderung im Rahmen, oder? Okay. Mit Diamond muss ich reden. Gucken wir mal, wo wir die Dame finden oder den Herrn. Wer ist Diamond? Diamond. Ach genau, das ist ja die... Vielleicht bekomme ich von ihr Antworten zu Vins verschollenem Handy. Also, falls du dich wunderst, warum dich diese Abraxas-Typen anglotzen. Es liegt daran, dass jemand Vins Handy geklaut hat. Ernsthaft? Die glauben, ich war das? Hm. Diese Clowns! Natürlich tun sie das! Natürlich! Und, warst du's? Also, warst du es? Und ich dachte, Residenzkünstler könnten Abraxas nicht beitreten. Ich wollte nicht... Und jetzt bist du hier und steckst deine Nase für Vin in meine Angelegenheiten. Nein... Das heißt dann wohl nein. Das ist richtig, Max. Ich hab Vin Lengs Handy nicht geklaut. Was geht bei dir und Vin vor sich? Also, sind du und Vin Rivalen? Feinde? Seiner Meinung nach? Beides. Und deiner Meinung nach? Vin ist ein unerzogenes Schoßhündchen, das glaubt, es sei ein Pitbull. Hm. Du bist eine Anomalie für Abraxas. Du kommst mir irgendwie nicht vor wie typisch Abraxas. Im Sinne von Vin Lang? Gott, nein. Doch die Organisation hat Potenzial. Wenn wir ihn irgendwie loswerden. Okay. Vin hat sich ganz schön festgesetzt. Was, wenn du das sagen hättest? Hast du mal überlegt, naja, selbst Abraxas-Boss zu sein? Königin. Hohepriesterin? Präsidentin. Und liebend gerne. Das war alles. Okay. Cool. Diamond for the President. Danke, Diamond. Und hey, falls du nochmal mit Vin redest, sag ihm, das Einzige, was ich ihm klaue, ist seine Krone. Okay. Okay, ich muss also E drücken, wenn ich die belauschen will.
Es ist oh, wow. Schräg, dass es die auf beiden Seiten gibt. Erstens sind viel größer als normal. Und zweitens, sieh dir die Zehen an. Da stimmt überhaupt nichts. Na, weil das keine Zehen sind, du Genie. Das sind Krallen. Das ist eine normale... So. Wenn Vin nicht mehr auf Diamond fixiert ist, beantwortet er vielleicht ein paar Fragen. Mhm. Interessantes Unterfangen, Schneekunst zu erhalten. Machen wir einen Schnappschuss. Männer, was hält euch davon ab, euch so anzuziehen? Vieles. Notizen. Filmstudentin, Moses-Lehrassistentin, Drittsemester, Abraxas-Mitglied, besucht meine Seminare, hat es auf Vins Krone abgesehen, ja. Okay, dann reden wir mal mit Vin. Steht der Typ noch dort? Ja. Also... Schlechte Nachricht, kein Plan, wer dein Handy geklaut hat. Gute Nachricht, es war nicht Diamond. Wahnsinn. Das hast du alles rausbekommen? Ohne Hinweise? Man muss wissen, wen man fragt. Und wie. Also, kommen wir zurück zu meiner Frage. Lass mal sehen. Dienstag nach 7. Und ich mag japanischen Single Malt. Ist das Whisky? Ja, aber Mann, du hast noch eine ganze Menge zu lernen. Bei dir oder bei mir? Wow. Verlockend, aber... Süß. Und immerhin ein wenig verlockend. Aber das ist nicht, was ich fragen wollte. Buh, langweilig. Yep. Also... Jemand hat Safis Auto geschrottet. Es wurde nichts gestohlen, aber es wurde ein Kuhschädel dafür benutzt. Gott, merkst du, das ist verrückt? Geht's ihr gut? Ihr geht's gut. Aber wer würde so etwas tun? Du meinst, wer von uns in Abraxas? Nun ja... Es ist esoterisch genug und wirkt wie das Handwerk deiner Organisation. Ein Kuhschädel? Wer sind wir, Lynyrd Skynyrd? Jetzt komm schon, Max. Das ist so gar nicht unser Stil. Sobald irgendwas auf dem Campus passiert, zeigen die Leute sofort mit dem Finger auf Abraxas. Vandalismus? Sachbeschädigung? Das ist unter unserer Würde, Max. Wir sind Künstler. Es hatte etwas Theatralisches. Es wirkte eindeutig performativ. Und anonym. Was bringt es dann überhaupt? Und überhaupt, wie bekommt man einen Kuhschädel durch eine Windschutzscheibe? Moment mal, ich habe gar keine Windschutzscheibe erwähnt. Verrückt, oder? Ich würde liebend gern weiterreden und mir die Eier abfrieren, aber ich muss mein Handy finden. Und wenn ich dich erreichen muss? Ich bin irgendwann wieder im Büro. Vin, was hast du getan? Also er weiß zumindest von dem Vorfall. Zum Glück sind meine anderen Verdächtigen drin geblieben. Mit wem mussten wir noch reden? Mit Lukas im BK-Gebäude. Okay. Dann gehen wir mal rein ins Warme. Gwen ist wahrscheinlich in ihrem Büro. Und Lukas arbeitet gerne drüben im Café. Das Café war, glaube ich, hier ums Eck.
Oder auch nicht. Ach, da hinten ist es. Was war Alexa, hier? Alles okay? Du siehst fertig aus. Oh, ja, ja. Ich warte nur auf meine Abschlussnote von Lucas Colmenero. Okay. Aber wir haben die Geschichten gestern erst eingereicht. Deine ist 40 Seiten lang. Hm. 48. Und du hast recht. Er sollte sie schon gelesen haben. Professionelle Schriftsteller lesen sehr schnell. Oder auch nicht. Oh, wusste nicht, dass man sich von einer Telefonzelle angegriffen fühlen kann. Jedes Jahr stimmen die Studenten von Kunst 450 interaktive Installationen über den finalen Projekte ihrer Mitstudenten ab. Der Gewinner wird im BK-Gebäude ausgestellt. Dualanruf. Vergangenheit und Gegenwart hat dieses Semester die meisten Stimmen erhalten. Okay, das lesen wir jetzt nicht alles. Das ist mein Kunstprojekt fürs Examen. Sollte ich mir ansehen. Von der Vergangenheit hören? Muss ich vielleicht erst etwas tun, bevor es funktioniert? Hm. Geben Sie mir einen Moment. Ein paar Minuten mehr werden das Gebäude sicher nicht mit meiner Anwesenheit vergiften. Lassen Sie einfach alles hier, Professor. Sie werden keine Uni-Unterlagen mehr brauchen. Was? Ja, aber ich brauche meine Autoschlüssel, wenn ich den Campus verlassen soll, oder? Idiot! Sie dürfen laut Gesetz das Caledon-Gelände vor der Anhörung nicht betreten. Ich kenne den Ablauf. Sie müssen mir meine Rechte nicht vorlesen. Ich tue nur meine Arbeit, Professor. Das hören die in Nürnberg gern. Hm? Das ist verrückt. Verdammt verrückt! Ich hab's Jasmin schon gesagt, nichts davon ist wahr. Sie weiß, dass das Schwachsinn ist. Wow. Das ist hier einfach geht wohl nur ein Missverständnis, das... Aber immerhin... Ist die Tür offen? Worum es da wohl ging? Um heutzutage eine Telefonzelle zu finden, braucht man eine Zeitmaschine. Posten wir. Diamond hat sich mit diesem Werk selbst übertroffen. Das will was heißen. Machen gerade nochmal einen Schnappschuss von der Seite. Also geht nicht. Gwen hat noch so viel Zeug hier. Die lassen sie besser zurückkommen. Treten wir mal das Büro. Völlig unauffällig. Diese Gwen wurde also von Sicherheitskräften weggeführt. Während die Gwen der anderen Welt heimliche Telefonate über die Polizei führt und versucht, abgeschlossene Vitrinen aufzubrechen. Zeit für meine Superspürnase. Ansehen. Das werde ich lesen. Ich schwör's. Falls ich je wieder Zeit habe, zum Spaß zu lesen. Lesen? Ich hatte beschlossen, durch das Land zu trampen. Falls ich immer noch sterben will, wenn ich den Pazifik erreiche, kann ich es in Frieden tun. Was für ein Anfang, Gwen. Hm. So. Wow. Das nenne ich einen grünen Daumen. Ja, den habe ich leider nicht so. Gwens Frau. Claudia, glaube ich. Ich habe sie bei einer Party letzten Monat kennengelernt. Gwen himmelt sie an. Untersuchen? Du würdest was nie tun, Gwen. Worum geht es hier? Betrifft was zum Teufel. Heiratet. Es gibt keine gute Art, das zu sagen, aber Jasmin hat mich in unbezahlten Urlaub geschickt, bis das Disziplinarverfahren stattgefunden hat. Ich soll nicht über die Details reden, aber falls dir irgendwelche Gerüchte zu Ohren kommen, das würde ich nie tun. Ich bin weder dumm noch verzweifelt. Ich weiß nicht, wie lange ich fort sein werde, also kannst du bitte meine Pflanzen gießen. Einige davon gedeihen schon seit Jahren und ich lasse nicht zu, dass Caledon sie umbringt. Ich schulde dir einen Dank. Gwen hat die wöchentlichen Termine mit Safi abgesagt?
Warum? Einleitung. Okay. So wie die Gwen hier rausgeschmissen haben, glaube ich nicht, dass diese Studenten ihre Noten bald bekommen. Wow, Reggie hat eine 1-. Okay. Ich sah ihn, bevor er mich sah. Er stand auf einer Sofalehne im Wohnzimmer des Abraxas-Hauses und gab einen lauten Monolog mit einer goldenen Krone auf seinem dunklen Haar. Alle blickten ihn an, als wäre er wirklich ein König, und in diesem Moment wurde mir klar, ich bin so am Arsch. Was für ein Ende. Das ist das beste Werk für dieses Semester. Du hast ein Talent dafür, kleine Details zu bemerken, und ich kann mir den Mann, über den du schreibst, leicht vorstellen. Du hast allerdings 500 Wörter zu wenig geschrieben. Diamond, Einleitung in die Sachliteratur. Ich dachte nicht, dass er mich bitten würde, seine Lehrassistentin für Einführung in die Astronomie zu sein. Ich habe in meinem Leben keinen einzigen Astronomiekurs belegt, aber er sagte, ich frage dich, weil du alles tun kannst, Diamond. Ich habe dich noch nie scheitern sehen. Als erstes dachte ich, das stimmt nicht, aber dann dachte ich, wenn er glaubt, dass ich es kann, dann kann ich es vielleicht wirklich. Okay. Redder wirkt nicht wie jemand, der mit einer 2 zufrieden ist. Einleitung in die Sachlehre. Wir wissen nicht, wann die erste Adoption stattgefunden hat, denn Menschen kümmern sich um die Kinder anderer, seit Geschichte niedergeschrieben wurde. Das Wort Adoption stammt aus dem Lateinischen, bedeutend bewusst annehmen. Gut recherchierter Aufsatz zur sozialen Praxis der Adoption. Gute Quellen, Nachweise, aber das ist kein persönlicher Aufsatz. Hier findet sich nichts Persönliches. Ich habe den Eindruck, dass du nicht die Zeit oder den Willen hattest, dieses Werk aufzupolieren. Machen wir das? Nein, machen wir nicht. Oh mein Gott, ein Anrufbeantworter. Habe ich ewig nicht mehr gesehen. Erste Nachricht. Gwen. Gwen. Falls du meinen Anruf siehst, geh ran. Ich habe eine E-Mail vom Bossbeast bekommen und das Telefon klingelt ununterbrochen. Was zum Teufel ist los? Schatz, Schatz, nimm jetzt endlich ab. Es klingt bestimmt alles schlimmer, als es ist. Komm nach Hause, ja? Wir überstehen das. Zweiter. Dr. Hunter? David von Einleitung in die Sachliteratur hier. Ich habe im Hörsaal gesehen, dass Ihre Vorlesungen für den Rest des Semesters gestrichen sind und ich wollte bloß nachfragen, ob es Ihnen gut geht. Ich hoffe, Sie sind okay. Aber wir machen uns Sorgen. Okay, tschüss. Tschüss. Dr. Hunter, mittlerweile haben Sie bestimmt Ihre Nachrichten und deren Inhalt überprüft. Bitte verstehen Sie das als Gefälligkeit von einer berufstätigen Frau an die andere. Ich will keine Ausreden oder Lügen hören. Ich muss Sie bitten, den Campus zu verlassen, bis das alles geklärt ist. Einen schönen Tag noch. Eine fast volle Tasse Kaffee. Gwen muss sich gerade erst damit hingesetzt haben. So, dann haben wir, glaube ich, alles, oder? Wir gehen natürlich noch in die Nachbarwelt. Das Ding ist älter als Caledon. Flyer. Wenn Safi im ersten Semester war, muss diese Lesung mindestens 4 Jahre her sein. Snapping Turtle präsentiert eine Lesung neuer Essays von Dr. Gwen Hunter. Zusammen mit Literaturstudenten. Gwen hat ihre Pflanzen vernachlässigt. Kann man ihr nicht wirklich vorwerfen. Wir gießen nach mal. Nach der Woche, die wir alle hatten. Trink schon, Kumpel. So, was haben wir noch?
Kalender. Ich wäre beschäftigt. Abendessen mit Claudia, beschissener Anruf an Maria, nicht vergessen Maria im E-Mailen, Adoptionsclub, Noten einreichen, Semester ist vorbei, Candy sei Dank, Schwiegereltern reisen an, Schwiegereltern reisen ab. Da ist das Buch, ne? Das ist das Buch, das ich Gwen besorgt habe. Warte, was steckt da zwischen den Seiten? Wir lesen's. Gwen stellt also Fragen zu Safis Tod. Hi, Air, hast du Safi Freitagabend in deiner Poesiegruppe gesehen oder am Wochenende? Falls ja, wirkte sie irgendwie anders? Hat sie was von Neuigkeiten gesagt? Lass deine Antwort in diesem Buch und bring es zurück in die Bibliothek. Ich will nicht, dass jeder weiß, dass ich Fragen stelle. Danke, ich schulde dir was. DGH. Rückseite. DGH. Hab Safi Freitag bei den Dichtern gesehen und Sonntag auf einen Kaffee. Sie wirkte okay, glücklich. Hat nichts von Neuigkeiten gesagt oder zumindest habe ich nichts gehört. Ist alles okay? Du machst mir etwas Angst. RL 415. Mal noch reinzoomen. Bringt das was? Naja. Warum hat Safi sich am Freitag seltsam verhalten? Es muss etwas passiert sein. Diese E-Mails sind alt. Aus der Zeit, bevor Safi wusste, dass sie Poetin sein will. Sehr geehrte Frau Dr. Hunter, vielen Dank nochmal, dass ich den Memorienauszug in Gedichtform einreichen durfte. Poesie hat mir dieses Semester wirklich angetan. Vielleicht wird es mein kreativer Fokus, aber ich habe eine Frage. Was bedeutet der Kommentar, deine Stimme fühlt sich nicht wie deine eigene an? Danke, Safi. Safi, das erkläre ich dir gern. Deine Memoiren sind in Gedichtform sind technisch gesehen sehr beeindruckend, denn die meisten Leute klingen wie kaputte Schallplatten, wenn sie Villanellas schreiben. Doch deine Stimme klingt weniger wie du und mehr als würdest du klassische Dichter imitieren. Frag dich selbst, wie kannst du dich mit deinen eigenen Worten wohler fühlen? Sehr geehrter Dr. Hunter, ich verstehe, ich werde mein Bestes versuchen. Gwen, danke nochmal, dass du dir das durchliest. Ich musste meine Gefühle niederschreiben oder ich wäre explodiert. Was hältst du davon? Es ist merkwürdig, dass ich schon über sie schreibe. Die Weiden, Weinen, die Früchte verrotten. Hey Safi, ist nie merkwürdig, über Schmerz oder das, was dein Gehirn beschäftigt, schreiben zu wollen. Dieses Gedicht ist roh und ehrlich und man merkt es. Mein Rat wäre, mit der letzten Zeile spezifischer und persönlicher zu sein. Was bedeutet es, dass nichts mehr anderes existiert? Ich wusste, dass Gwen Safis Mentorin war. Aber nicht, wie sehr sie involviert war. Mögliche Verlage für Safis Manuskript. Akzeptieren derzeit vollständige Manuskripte von Poeten ohne Buchveröffentlichungen. Erinnerung, Safis Agent mit Maria von PLP bekannt machen. Herausfinden, was Freitag passiert ist. Gwen scheint beliebt zu sein. Okay. Wie auch immer, ich sehe Sie bei der Belegschaftsversammlung. Finn sollte sich im Verlauf des Tages bei Ihnen melden. Hey Schatz, wollte nur hören, wie es meiner Arbeitswürdigen geht, die sich keinen Tag zum Trauern freinimmt. Liebe dich. Pass auf dich auf, ja? Wir sehen uns heute Abend. Dr. Fayads Assistent. Ich rufe nur an, um eine Belegschaftsversammlung heute Nachmittag im Foyer im zweiten Stock der Verwaltung zu bestätigen. Anwesenheit ist leider Pflicht. Gwen, ich hoffe, du hast nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob du. Ich weiß nicht. Ich bin auf deiner Seite.
Warum hat Safi sich am Freitag seltsam verhalten? Es muss etwas passiert sein. Mhm. Zusammengenommen haben Gwen und ich den Großteil des Landes per Auto bereist. Der Mottenmann mit prallem Hintern im Nirvana. Schade, warum habe ich nicht vorher Geschichten mit Gwen ausgetauscht? Vor all dem hier. So. Live fast, eat ass. Weise Worte, was immer das heißen soll. Hm. Wie ein Autoaufkleber, der zu einer Buchstütze wurde. Fiktion, Sachbücher, Poesie, Theaterstücke, Magazine. Gibt es irgendwas, das Gwen nicht liest? Ja, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich wette, Gwens Wandkalender hat die Infos, die ich brauche. Ah, Moment. Dann müssen wir den nochmal untersuchen. Das muss Freitag ja mal ein Anruf an Maria gewesen sein. Gwen hat sogar Zeit für Nachbereitung eingeplant. Okay. Worüber Gwen mit Maria sprach. Kriegen wir das über das Telefon nochmal raus? Okay, Hacker Max. Los geht's. Oh. Suche. Versand. An Maria. Eingabe. Warte. Das ist Safis Verleger. Gwen hat Safis Buch gecancelt? So, ja, aber das werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da und in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.